ist natürlich, dass hier die West- und die Osttribüne fertig gebaut sind, und aus Anlass dieser erfreulichen Tatsache gab es hier jetzt eine sehr schöne Choreografie mit einigen jungen Rapidlern auf dem Feld. Aber in Kürze geht's los mit dem Spiel, mit dem 175. Europacup-Spiel für Rapid, und es gilt, das wissen Sie ja, ein 0:1 aus dem Auswärtsspiel in Belgrad aufzuholen. Wenn man der Statistik trauen darf, ist das kein gutes Zeichen, denn dreimal schon war Rapid in so einer Situation und noch nie sind die Grün-Weißen weitergekommen. Das ist rechts der Trainer von Partizan Belgrad, nämlich Ljubiša Tumbaković. Rapid heute mit weißen Leibern, grünen Hosen, und der Schiedsrichter der Partie, den wir jetzt sehen, das ist ein Italiener, und zwar Pasquale Rodomonti, 40 Jahre alt, pfeift sein 6. Europacup-Spiel heute. Zweimal hat er interessanterweise schon UI-Cup-Bewerbe mit österreichischen Mannschaften gepfiffen, Salzburg gegen St. Gallen 3:1 und Lustenau gegen Rennes, auch ein österreichischer Sieg 2:1 für Lustenau. Und gestern vor einem Jahr war er schon im Hanapi-Stadion. Aber nicht mit einer österreichischen Mannschaft, sondern Roter Stern Belgrad gegen Leicester wurde damals in Wien ausgetragen, geleitet von Herrn Rodomonti. So, und jetzt geht's los. Rapid mit dem Ankick. Und versuche Ihnen ganz kurz einmal die Aufstellungen näher zu bringen. Ja, warten wir mal vielleicht den ersten Rapid-Angriff ab. Gleich die erste Chance. Aber Wagner wurde da abgeblockt. Und faul taumelnd. Ja, Rapid mit Meier im Tor. Radajcik als Abwehrchef, Freund, der Delibasic so wie im Hinspiel ganz gut neutralisieren soll. Zingler, der sich um den etwas überraschend spielenden Bečanović kümmern soll. Im Mittelfeld von rechts Hiden, Pisch, Lagonikakis und Jasic, dann etwas offensiver Taumend und René Wagner, und ganz vorne Wallner, auf der Bank nur Ivanschitz nach seiner Grippe, der sehr gut gespielt hat in Belgrad, und natürlich ohne Jürgen Sahler, der sich ja im Hinspiel verletzt hat und leider wegen einer Muskel- und Sehnenverletzung 8 bis 12 Wochen ausfällt. Taumend. Das ist Wallner. Schnell weitergespielt. Ja, gut abgeblockt von Zingler. Out-Einwurf auch sogar für Rapid. Ja, wie spielt Partizan? Radiša Ilić im Tor. Auch die Dreierverteidigung wie im Hinspiel bei Bajic als Libero. Dazu die Mandeka, Jeremic und Ognjanović. Etwas überraschend zwei defensive Mittelfeldspieler. Zusätzlich zu Duljaj auch Stankovic. Etwas, was Lothar Matthäus ein wenig überrascht hat. Er spielt statt des starken Vukic, der sich gestern im Training verletzt hat. Die Außenspieler Čaka links und rechts Trobok, auch ein neuer Mann, der in Belgrad eingewechselt wurde. Offensiver Mittelfeldspieler nur Saša Ilić, und im Angriff neben Delibasic, wie erwähnt, Bečanović, etwas überraschend statt Ilić. Aber ich denke mir, die zwei langen Rapid-Mandecker passen ganz gut zu ihren großgewachsenen Gegenspielern. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als wenn Ilić der Gegenspieler von Zingler gewesen. Ein bisschen früh, um auf die Uhr zu schauen. Sind gerade mal 10 Minuten vorbei. Gut aufgepasst von Brisch. Kommt vor Delibasic an den Ball. Taumen, sehr schön gemacht wieder auf Prisch. Und herrliche Flanke, ein wunderbares Tor. René Wagner,
das 1:0, der Gleichstand ist hergestellt und das schon nach 11 Minuten. Der Torschütze ist Wallner und nicht Wagner. 1:0 für Rapid in jedem Fall. Ja, mit diesem Stand ist es in der Gesamtwertung natürlich schon 1:1. Ein idealer Start für Rapid. Zweite sehr schöne Aktion von Taumenz, setzt da ideal Prisch ein. Die beiden harmonieren großartig auf der rechten Seite und völlig ungedeckt noch vor dem Tormann kommt Wallner an den Ball. So, jetzt heißt es aber natürlich aufpassen, denn ein Gegentor würde dazu führen, dass Rapid 3:1 gewinnen müsste. Müsste Abstoß geben, gibt es auch. Gut attackiert von Jasic. Versteht. Durch die Beine von Radica Ilic. Da springt der Lothar Matthäus in die Arme. Ja, da präsentiert sich eigentlich in den letzten Wochen wirklich eine ganz andere Rapid-Mannschaft als noch bis zum Engagement von Lothar Matthäus. Muss man ganz ehrlich sagen, da reklamiert René Wagner, glaube ich, Handspiel des Torhüters außerhalb des Strafraums. Aber das Spiel läuft weiter. Wiederholung des Zweikampfs zwischen Nataitschik und Delibaschic und da hat man ruhig ein Foul pfeifen können, keine Frage. Versuche durch die Mitte, die verenden in der Rapid-Abwehrkette, die wirklich gut steht. So, die ersten 49 Minuten sind vorbei und der aus
österreichischer Sicht der erfreuliche Zwischenstand Rapid 2, Partizan 0. Gesamtstand aus beiden Begegnungen 2:1 für Rapid. Die Torschützen heute Wallner in der 11., Taumenten in der 33. Minute. Und nachdem das Spiel ja in Saloniki noch läuft, geht es in Kürze dann weiter mit Wolfgang Kocsi. Hier im Hanepi-Stadion hätten wir gegen ein 4:0 nichts einzuwenden, aber wir wollen nicht unbescheiden sein. Auch das 2:0 ist ein durchaus erfreuliches Zwischenergebnis, auch für ihn, auch für Lothar Matthäus. Könnte sein, dass er heute Abend seinen ersten großen Trainererfolg feiert. Aufstieg gegen den jugoslawischen Cupsieger im UEFA Cup. Das kann sich sehen lassen nach wenigen Wochen Trainerarbeit. Könnte sich sehen lassen. Noch fehlen 45 Minuten. Roman Wallner, der heute ja mit einem Spezialschuh spielt, mit einem Maßschuh, extra für ihn angefertigt. Ganz interessant. Beckham, Zidane und jetzt Wallner spielen mit einem Maßschuh. Stahlblau ist er. Vielleicht sehen wir ihn dann eh noch. Ein Erfolgsschuh, mit dem er schon ein Tor geschossen hat heute. Na, schauen wir mal, ob gewechselt worden ist. In jedem Fall hat Hälfte Nummer 2 begonnen. Rapid in dieser zweiten Spielhälfte von rechts nach